Diese kleinen Engel schenken Freude. Die Mutmacher sind zur Weihnachtszeit im Asklepios-Klinikum Uckermark in Schwedt unterwegs. Dort besuchen sie die Patienten der Onkologie. Mit im Gepäck kleine Präsente. Es sind rührende Momente im Tumorzentrum Uckermark. Organisiert wird die Aktion vom Verein Uckermark gegen Leukämie, gemeinsam gegen den Krebs. Wir besuchen praktisch die Onkologien, Hämatologien in der Uckermark oder auch in Barnim und wollen einfach den Patienten zeigen, dass wir da sind und wollen sie beschenken natürlich und einfach kurze Freude schenken und so. Wir haben heute auch so ein Weihnachtslicht verschenkt, um auch ein bisschen länger den Patienten was rüberzubringen. Also wenn jetzt Patienten über die Weihnachtszeit hier noch liegen, dass sie wenigstens ein bisschen Gefühl der Weihnachtszeit hier haben können und die freuen sich halt wahnsinnig, wenn man an sie denkt. Der Verein Uckermark gegen Leukämie arbeitet Hand in Hand mit der onkologischen Abteilung. Starke Unterstützung gibt es bei dieser Aktion vom Chefarzt persönlich. Wir haben diese Aktion auch im letzten Jahr gemacht. Das ist sehr gut angekommen bei den Patientinnen und Patienten. Und das gibt dann doch eine gute Erinnerung und ein bisschen Mut für manche Dinge, die dann doch nicht so einfach sind, wenn sie auf einem zukommen. Und eigentlich gehört das Lob allen den jungen Herrschaften, die heute dabei sind und sich das angucken. Und ich würde mich freuen, wenn das auch im nächsten Jahr so klappt. Diese Aktion bringt den Patienten neuen Mut und Freude. Gerade zur Weihnachtszeit ist es wichtig zu zeigen, dass jemand da ist, auch in schlechten Zeiten. Keiner ist gerne im Krankenhaus in dieser Jahreszeit. Dann kommt die Familie zu Besuch und man fragt sich natürlich, was kommt auf mich zu, was ist nächstes Jahr? Ich denke, das ist ein Gedanke, den wir alle nachvollziehen. Lassen Sie es uns für unsere Patienten etwas erträglicher machen. Eine weitere Initiative sorgt für warme Füße. Zahlreiche Frauen aus der gesamten Uckermark leisten Handarbeit für einen guten Zweck. Mehrere hunderte Paare Socken wurden bereits gestrickt, um sie dann an onkologische Stationen übergeben zu können. Die Patienten sind wahnsinnig dankbar, weil gerade in Chemotherapien ist ja oft das große Problem auch kalte Füße und natürlich andere Nebenwirkungen. Und ja, das läuft wunderbar. Seit 2 Jahren, glaube ich, läuft das jetzt schon. Und ja, auch von außen wird es jetzt sehr gut angenommen, ne? Also die Strickdamen, die sind völlig aus dem Häuschen und aktiv. Und da schließt sich so dieser Kreislauf, das finde ich ganz schön, so die Initiativen drumherum. Nicht nur Menschen aus dem eigenen Kreis unterstützen den Verein Uckermark gegen Leukämie. Britta und Roberto Pacho sind aus Born am Darß angereist, um diese handgearbeitete Krippe an die Onkologie des Asklepios-Klinikums zu übergeben. Eigentlich sollte ich eine Krippe bauen, dass sie gespendet werden soll, stand zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fest. So, es kam im Nachhinein. Und ja, und wir wollten was für Kinder tun. Und darum haben wir die Krippe gespendet. Und so wächst der Verein mit jedem weiteren Unterstützer. Eine Initiative, die dem Krebs den Kampf angesagt hat. Und ich wünsche dir auch schöne Weihnachten.